Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Lifeless Planet. Ja, wir haben hier aufgehört in dieser wunderschönen Sonnenuntergangsstimmung. Und das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass es gerade Nacht wird auf dem Planeten. Wir haben uns ja jetzt größtenteils am Tag bewegt, aber das hier sieht jetzt so aus, als wenn es Nacht wird. Das ist natürlich schon ein bisschen gruselig wahrscheinlich, weil wir wissen ja auch nicht, was jetzt hier so nachts abgeht, ob hier irgendwelche Viecher aus dem Sand gekrabbelt kommen oder so. Und ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt gerade richtig laufe. Ah, eine Bodenprobe mal wieder. Rosenquarz. Oh, Rockhound, ich habe Achievement gekriegt. Eine große Ansammlung an buntem Quarz. Schön, hier ein Silikatmineral zu finden. Es ist die in der Erdkruste am häufigsten vorkommende Mineralart, etwa 95%, und der Geologe in mir fühlt sich wie zu Hause, wenn da nicht all die anderen Verrücktheiten auf diesem Planeten wären. Na toll. Ja, Verrücktheiten, sagt er. Er sagt, ja, es sind halt Verrücktheiten. So irgendwelche Frauen mit grün leuchtenden Augen, die Russisch sprechen und so rumlaufen. Ja, das ist schon... Weiß nicht, ist das verrückt? Ist das vielleicht ein bisschen... komisch? Oh, oh. Oh, ich dachte, ich falle jetzt da in eine bodenlose Schlucht. Okay, wir gehen mal unter diesem riesigen Torbogen durch. Sieht irgendwie nicht aus wie eine natürliche Formation, wenn ich das mal sagen darf. Ich das an der Stelle mal festhalten darf. Auch das sieht irgendwie nicht natürlich aus. Ah, da hinten ist wieder Wasser. Ja, okay. Gehen wir da lieber nicht lang. Ist, glaube ich, nicht so gesund, da lang zu gehen. Ah, da unten ist wieder was. Alles klar. So. Schön vorsichtig hier. Was haben wir denn? Zeit für Antworten. Ich habe erneut Ihre Spur gefunden. Ich frage mich, wie sie hier überleben kann. Und ob ich ihr überhaupt vertrauen kann. Ihre Spur leitet mich um die Gefahren, aber vielleicht ist sie einfach nur selbst vorsichtig. Eines ist sicher, sie möchte nicht, dass ich ihr folge. Und genau deswegen muss ich ihr folgen. Es ist Zeit für ein paar Antworten. Das ist eine betörende Logik, ja, wenn ich das mal sagen darf. Sie möchte nicht, dass ich ihr folge, und das ist der Grund, warum ich ihr folgen muss. Ja, aber irgendwie, er hat ja schon recht, irgendwie macht sie das ja, dass sie hier überlebt, ohne Anzug und ohne alles, ne? Und es hat irgendwas mit dem grünen Zeug zu tun, offensichtlich. Ah, da ist sie. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Lösung dafür ist. Die ist bestimmt von dem Virus schon so zerfressen. Wow, was ist das jetzt wieder für ein Trip? Ich dachte, jetzt kriegt er noch irgendwie einen LSD-Trip oder so. Okay, wir können nach links. Da ist wieder so ein Alien-Artefakt. Da hinten. Und wir können nach rechts. Hm, ist das so die Frage immer? Also, mir ist das auch schon aufgefallen, wo ich mir die letzten paar Folgen mal angeguckt habe, dass es viele Stellen gibt, wo man sich entscheiden kann, ob man nach links oder rechts geht. Und das ist mir aber in dem Moment gar nicht so bewusst gewesen, dass das auch alternative Wege sein könnten. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Ah. Schlucht oder sowas. Citrin, sehr eindrucksvolles Beispiel für gelb gefärbten Quarz. All dies Silizium könnte gut genutzt werden, wenn nur dieser Planet gezähmt werden könnte. Ja, aber das ist halt auch so die Frage. Ich meine, woher weiß er denn, dass der Planet komplett lebensfeindlich ist? Ich meine, er hat ja nicht mal irgendwie mal seinen Helm abgenommen. Oder er hat es ja auch nicht irgendwie mal untersucht, dass das so ist. Verstehe ich irgendwie nicht. Also zumindest nicht in der Zeit, wo ich das jetzt hier spiele, hat er das nicht irgendwie mal verifiziert, dass es da nicht vielleicht auch ein bisschen Sauerstoff gibt oder so. Ich meine, er stirbt halt einfach, wenn die Luft in seinem Anzug leer ist, quasi. Also wenn er keinen Sauerstoff mehr in seinem Anzug hat. Das war ja bisher mal der einzige Grund. Nicht, weil er irgendwie den Helm abgenommen hat oder so. Alter, was ist das denn jetzt hier? Hm. Okay, da komme ich nicht weiter. Hier kann ich noch hin. Ist ja ein witziger Stein. Kann man damit was machen? Hm. Ja, man kann darauf. Okay. Huch, nicht runterfallen. Nein! Moment. Hat das einen Sinn, dass man darauf kann?
Vorsichtig, so. Naja, ich meine, da ist ja so eine komische Brücke. Man könnte natürlich jetzt sagen, man müsste irgendwie da rüberfliegen. Aber das sieht ziemlich weit weg aus, wenn ich ehrlich bin. Nee, das glaube ich nicht, dass es das ist. Ich gucke mich mal lieber noch ein bisschen um. Nicht, dass ich das jetzt hier millionenfach versuche, da hoch zu... Oder, ja, man könnte natürlich auch mal versuchen, hier hochzukommen. Hier war nichts, ne? Da habe ich ja gerade geguckt. Da war einfach nur ein Abgrund. Ja, da war nichts. Genau. Da war nichts. Okay, da hinten ist das Alien-Artefakt. Ich kann ja wieder hier hoch nochmal. Das geht ja. So. Aber darüber kann ich nicht. Das ist zu weit. Und hier kann ich auch nicht hoch. Das ist echt immer das Schwerste in diesen Spielen, so rauszufinden, wo man denn hin muss und wo es weitergeht. Mit meinem Expanded Jetpack wäre das kein Problem, hier hochzukommen. Aber das wurde mir leider abgenommen vom Spiel. Okay, das kann es auch nicht sein, da hoch. Ich gehe noch mal zurück. Ich gehe noch mal hoch. Irgendwie muss ich da ja nach links zu dieser Brücke kommen, zu dieser Steinbrücke. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass es da weitergeht, an der Steinbrücke. Hier kann man doch zum Beispiel auch hoch, oder? Das müsste doch gehen. Warum geht das nicht? Warum rutscht er da so krass ab? Verstehe ich nicht. Komm schon. Komm, das schaffst du. Nein, nicht runterglitschen. Ach, Mann. Oh, nicht zu dem Zeug. Oh, oh. Ha. Tja. Es sieht doch aber auch aus, als wenn da ein Weg ist. Da rechts. Vielleicht hier? Hier könnte man doch auch hoch, oder? So, aber da komme ich ja wieder zu diesem komischen Abgrund. Nee, das ist hier nicht richtig. Das ist schon mal klar. Also wenn eins klar ist, dann dass es da nicht weitergeht. Aber da hinten ist ja auch noch ein Weg. Da bin ich ja auch noch nicht lang gegangen. Auf jeden Fall, es ist ja immer so, da wo man lang gehen muss, da speichert das Spiel ja ab. Insofern, wenn ich irgendwie das Speichersymbol sehe, weiß ich, dass ich da richtig bin. Es ist aber auch jetzt lange Zeit keins mehr gekommen. Hier war ich noch nicht, hier hinten. Da ist aber gar nichts. Wir finden das schon, ja? Geduld, Geduld. Wir finden schon den Weg, den richtigen. Vielleicht nicht mehr in dieser Folge, aber irgendwann finden wir den schon noch. Ich bin ja ehrlich gesagt sehr überrascht, wie gut das hier ankommt. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich kriege auf jede Folge immer so 3 bis 7 Daumen nach oben. Das ist schon eigentlich fast ein Rekord für ein Let's Play, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber meistens sind es so 2 bis 3 Daumen, wenn es jetzt nicht gerade eine erste Folge ist, ja. Da sind es meistens immer mehr. Aber hier auf Lifeless Planet, also irgendwas mache ich anscheinend richtig. Irgendwas mache ich hier richtig. Auch wenn ich hier eigentlich total planlos rumlaufe. Da bin ich schon lange gegangen. Da bin ich schon lange gegangen. Da muss ich nicht hin. Obwohl ich hier total planlos rumlaufe und auch des Öfteren mal sterbe, mache ich anscheinend irgendwas richtig. Ich habe mir die Folgen ja mal angeguckt. Ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, was es ist. Ich mache einfach so weiter wie bisher, würde ich sagen. Dann kann, glaube ich, gar nichts schiefgehen. Also das heißt, planlos durch die Gegend laufen, ab und zu mal sterben. Und ja.
Theorien. Theorien, meine Theorien, genau, meine Theorien. Das hat ja der Alan geschrieben, dass er das ganz interessant findet, dass ich hier so theoretisiere und mir so meine Geschichten hierzu ausmale. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das macht ja den Reiz des Spiels aus, weil ich meine, das Gameplay ist jetzt nicht so wahnsinnig prall, ja. Das ist jetzt eigentlich relativ mau, würde ich sogar sagen. Und da hat man halt so diesen Raum, über die doch durchaus interessante Story halt zu spekulieren. Und das macht halt irgendwie den meisten Spaß. Also mir zumindest, dass man, das ist so ein bisschen wie bei Akte X früher, wenn man so diese 40-Minuten-Folgen geschaut hat, man ja immer sogar spekuliert, was ist es jetzt eigentlich? Ist es jetzt wirklich was, Paranormales oder ist es jetzt vielleicht doch nur eine Einbildung von demjenigen? Ja, also man hat so über die Story spekuliert, so. Auf jeden Fall komme ich da nicht hoch. Also da komme ich nicht hoch. Ja. Also hier geht es auf jeden Fall weiter. Hier geht es weiter. Das ist mal klar. Das ist, wenn eins klar ist, dann dass es da weitergeht. Jetzt gucke ich nochmal. Ach lol, ne? Das soll einer sehen oder was? Dass hier am Rand Steine sind. Das soll nun einer sehen. Ein Blinder. Ich bin doch ein Blinder. Ich sehe doch sowas nicht. War ja eigentlich klar, dass es hier weitergeht. Ich wusste ja schon, dass es hier oben weitergeht. Ja, das lag ja auf der Hand, aber es konnte ja jetzt nur hier weitergehen. So, sind wir nochmal sinnlos im Level zurückgegangen. Wie gesagt, das soll hier eigentlich nur 4 Stunden dauern. Ich brauche wahrscheinlich 12 Stunden dafür. Umso besser. Da haben wir mehr Zeit uns... Oh. Ah. Ah ja. Schubs, Schubs. Es ist mehr ein Schubsen als ein Schieben, weil man macht immer mit jedem Mausklick, schubst man das Ding ein Stückchen weiter vor, den Stein. Huch, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Obwohl. So, das sollte eigentlich reichen, komm. Und hüpfen. Uff. Uff. Da vorne ist sie. Die geheimnisvolle Unbekannte. Die springt doch da jetzt runter bestimmt. Oder irgendwie sowas macht die. Irgendwas macht die doch. Oh, das sieht aber cool aus. Na, was machst du? Nichts. Sie steht einfach nur da und genießt die Sonne. Die abendliche. Ah, da hinten ist ein Gebäude. That doesn't look safe. Was? Oh. Oh, 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 oh. Fast hätte ich mich noch gerettet. Oh nein, wo war denn der letzte Speicherpunkt? Oh gut, okay. Alles klar. Das ist schon eingestürzt. Und that doesn't look safe. Gleich mal raufgehen. Herrlich. Das sieht nicht sicher aus. Stellen wir uns doch gleich mal drauf. Ah. Der Kran. Viele Rückschläge bei der Produktion. Moment, ist das was aus dem Russischen? Ah ja. Der Kran. Viele Rückschläge bei der Produktion in letzter Zeit. Wir haben einen neuen Kran auf dem Versorgungsgebäude installiert. Nun, ich sollte wohl sagen, dass wir einen alten Kran angebracht haben. Dieses Ding ist ein Stück Müll. Allerdings konnten wir eine Stromquelle anschließen und ihn damit lange genug in Betrieb nehmen, um über Nacht Vorräte zur sicheren Aufbewahrung hochzuziehen. Ich hoffe, dass die Wissenschaftler bald ein Heilmittel finden. Ja, so, so. I need to find a way to turn this on. I need to find a way to turn this on. Ja, wahrscheinlich ein Knopf oder so. Ich gehe aber erstmal da hoch und gucke mir das nochmal von oben an alles. Kann ja sein, dass es da hinten irgendwas Interessantes gibt. Hinter diesen Steinen. So, hoch. Ah ja. Wahrscheinlich muss ich da hinten irgendwie so den Strom... Okay. Nicht schlecht. Interessant, zumindest, wie das aussieht. Das sieht nach Jump'n'Run aus, wenn ich ehrlich bin. So ein bisschen.
Okay. Hops und hops. Hopsen, aber nicht hops gehen. Vorsichtig. Puh, das sah knapper aus, als es eigentlich ist. Ah, oh, was ist das? Fliegende Bälle? Ah, ich weiß, was ich machen muss. Ja, ich weiß es. Aufheben. Ablegen. M drücken. So. Nee, mit E. Nach unten. Und... Huch. Stopp. Wie war das? Klicken und greifen. Ha. Genau so. Und rein. Rein ins Loch. Rein ins Alien-Loch. Und es leuchtet grün. Oh, da hinten ist noch ein Gebäude. Interessant, interessant, interessant. Oh nein. Scheiße, okay. Fies. Ich würde sagen, wie ich jetzt zurückkomme zu diesem tollen Gebäude da hinten, das sehen wir in der nächsten Folge Lifeless Planet. Bis dann, ciao, ciao.